Den Zuschauer dazu zu bewegen, zu deabonnieren. Warum sollte man das wollen? Das Thema gibt's heute. Guten Morgen! Warum in aller Welt sollte man wollen, dass die Abonnenten weniger werden? Warum werden sich und sollen sich nach dem Video die Menschen die Frage stellen, ob sie wirklich meinen Kanal abonniert lassen sollen? Dazu muss man sich erst einmal die Frage stellen, was man bei den Menschen mit den Videos auslöst. Was ich auslösen möchte, ist klar. Ich möchte die Menschen dazu anregen, dass sie über ihr Leben reflektieren und sich bewusst werden, ganz im Sinne der Bewusstheit, die ich immer anspreche. Also anfangen darüber nachzudenken. Aufgrund der Emotionalität mancher Themen und auch der Intensität der Vorbereitung und der damit einhergehenden bewussten Stimulation neuronaler Erregungsfaktoren fangen die Menschen an einen Punkt zu gelangen, an dem sie anfangen sich selbst, ihr Denken oder sogar ihr Fühlen in Frage zu stellen. Das ist allerdings noch nicht bewusst, sondern das passiert im Unterbewusstsein. Ihr Wesen komplett fängt an kritisch zu werden. Das Bewusstsein fängt an die Bewusstheit zu stimulieren. Das ist ja auch die Grundlage der Fragestellung. Können wir überhaupt frei entscheiden oder ist alles nur ausgelöst durch das Bewusstsein? Diese Frage ist aber heute nicht das Thema, also die Frage quasi nach dem freien Willen. Aber Fakt ist, das Unterbewusstsein wird schneller aktiviert und arbeitet schneller als das Bewusstsein. Was eigentlich die Bewusstheit ist. Aber das ist jetzt, es wird Zeit führen. Aber ich hoffe, ihr wisst, könnt mir noch folgen. Wenn man also die Videos schaut, ist der erste Teil, der auf das Video reagiert, das Unterbewusstsein. Und das löst eben eingangs erwähnte Fragen auf, die häufig mit einem Unwohlsein assoziiert sind. Denn der Körper fühlt sich dann am wohlsten, wenn er in seiner sogenannten Komfortzone verweilt. Dann werden entsprechende Glückshormone in uns aktiviert und alles ist gut. Wenn nun aber diese Komfortzone in Frage gestellt wird, wie zum Beispiel bei einer Umgewöhnung hinsichtlich der Ernährung oder eine neue berufliche Situation, dann löst das in uns etwas als negativ wahrgenommenes aus. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wie geht man damit um? Und was hat das dann damit zu tun, dass man den Kanal deabonnieren sollte? Meine Intention des Kanals ist ja, dass ich das Leben der Menschen verbessern möchte. Und wenn ich lediglich Leid auslöse, dann ist dieses Ziel nicht nur nicht erfüllt, sondern ich erreiche genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Noch einmal ganz deutlich, weil einige, wie ich aus den Kommentaren immer wieder herauslese, das noch nicht ganz erfassen. Ich mache diesen Kanal nicht um Geld zu verdienen. Dafür ist YouTube in meiner Situation als das Wesen, was ich bin und mit meiner Qualifikation so ungefähr die schlechteste Option, die ich wählen könnte. Ich möchte die Welt verbessern, indem ich die Menschen, die unsere Welt dominieren, für Liebe, für Toleranz und für Mitgefühl animiere und diese Menschen in ein zufriedeneres Leben geleite. Das kann ich aber nur, also dieses Ziel, das kann ich nur erreichen, wenn ich die Menschen ändere. Wenn nun also die Menschen meine Videos schauen, dann in erster Instanz leiden und sich zum Beispiel darüber aufregen, was ich für eine Meinung habe oder wie ich die Dinge darstelle oder welche Fragen ich stelle und dann eben dabei verweilen, eventuell noch einen Kommentar schreiben, um dieses negative Gefühl für sich zu kompensieren, dann füge ich diesen Menschen lediglich Leid hinzu. Wenn diese dann noch ständig meine Videos schauen und immer wieder an dieser einen Stelle des Leids stehen bleiben, dann fange ich mich an richtig schlecht zu fühlen und eben auch emotional genötigt dieses Video zu machen. Es ist vollkommen gewünscht und auch oft konzipiert, in euch Unwohlsein und Leid der zweiten Ebene auszulösen. Aber das ist erst der erste Schritt. Was das Leid der zweiten Ebene ist, habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten, in einem anderen Kontext. Nach diesem ersten Schritt kommt oder sollte dann Reflexion, also die Bewusstheit stehen bei euch. Aber in der schnelllebigen Welt von YouTube erkenne ich immer mehr, dass man schnell und schon zwanghaft nach einer Grundaussage in dem Video, so schnell wie möglich, ich weiß was du sagen willst, ne? Und dieses eben sucht, um dieser Grundaussage dann zuzustimmen oder ablehnend entgegenzutreten und ja, daraufhin dann automatisiert sein Programm abspult, eventuell noch einen Kommentar verfasst und dann eben weiterklickt zum nächsten Video.
Aber dann werdet ihr auf diesem Kanal, wenn ihr nicht gerade zufällig dieselben Ansichten wie ich habe, nicht wirklich euer Leben verbessern. Und ihr werdet euch nicht angenehmer fühlen, ihr werdet nicht zufriedener werden. Glaubt mir das. Ich sage euch das ehrlich und offen, hier wie ich stehe. Deabonnieren ist für eine nicht unbeträchtliche Zahl von euch die optimale Entscheidung, wenn es darum geht, die Qualität eures Lebens zu steigern. Und ich sage das, ja, weil mir die Qualität eures Lebens am Herzen liegt. Schaut diesen Kanal, diese Videos unbedingt, wenn ihr fähig seid, dieses Leid, was diese Videos initial bei euch auslösen, als Ausgangspunkt für ja, ein kritisches, vor allem ein selbstkritisches Denken zu nutzen und nicht um in richtig, falsch oder in Recht und Unrecht zu urteilen, sondern einfach ja, bewusste Reflexion eures Lebens. Ich sage immer wieder, es ist nicht entscheidend, wie ihr euch entscheidet, sondern nur, wie ihr zu dieser Entscheidung gekommen seid. Automatisiert innerhalb der Wohlfühlzone und damit vollkommen konditioniert, oder? Und das ist das, was ich mir wünschen würde, was ich mir wünschen würde, in euch auszulösen, dass ihr aus der Komfortzone heraustretet und das Leid, was ich sozusagen auslöse als Katalysator oder ernährungstechnisch gesprochen als Enzym, was euch die Aktivierungsenergie bereitstellt, nutzt und dann in einer Phase der Bewusstheit alle Informationen, die ihr erhalten habt, zu Rate zieht, um dann in einer Entscheidung ja, euch zu positionieren und euch dann natürlich wieder in eure Komfortzone zurückbegeben könnt. Tägliche Bewusstheit und damit temporäres Heraustreten aus der Komfortzone, das ist der Schlüssel für ein besseres Leben. Deshalb gibt es mich, deshalb seid ihr hier und deshalb ändern wir die Welt.